So, wir schauen uns das Nash-Gleichgewicht an mit einem Beispiel. Und das sieht wie folgt aus. Um zum Nash-Gleichgewicht zu kommen, müssen wir uns als allererstes die besten Antworten die besten Antworten rausfinden. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. Für den Spieler A überlegen wir uns, okay, wenn wir annehmen, dass Spieler B B1 spielt, was ist dann für uns die beste Antwort? 2, wenn wir das hier spielen, 7, wenn wir das hier spielen, oder 3, wenn wir das hier spielen. Klar, 7 ist da die beste Antwort. Die gleiche Weise überlegen wir uns, wenn der Spieler B B2 spielt, was ist dann für uns als Spieler A die beste Antwort? 6, 4 oder 5? Die Handlung, die zur Auszahlung 6 führt. Also A1. Umgekehrt überlegen wir uns für den Spieler B. Okay, wenn wir annehmen, dass der andere A1 spielt, was ist dann für uns die beste Antwort? 3 oder 8? 8. Wenn wir annehmen, dass Spieler A A2 spielt, was ist dann unsere beste Antwort? 5 oder 6? Naja, die Handlung, die uns die Auszahlung 6 bringt. Und wenn wir annehmen, dass Spieler A A3 spielt, was ist dann für uns die beste Antwort? 6 oder 3? Natürlich 6. So, jetzt habe ich diverse Auszahlungen unterstrichen und Sie sehen, es gibt genau eine Strategienkombination hier, wo beide Auszahlungen unterstrichen sind und das ist natürlich dann auch eine wechselseitig beste Antwort. Das ist eine Strategiekombination, also A1, B2, wo beide Spieler gleichzeitig ihre beste Antwort spielen und das ist genau die Definition eines Nash-Gleichgewichts. Also nochmal, die Definition eines Nash-Gleichgewichts ist eine Strategiekombination, in der alle Spieler ihre wechselseitig beste Antwort spielen. Und wir hatten vorher gesagt, ein Gleichgewicht sollte zumindest mal die Eigenschaft erfüllen, dass Erwartungen nicht systematisch enttäuscht werden. Das können wir hier ganz schön zeigen. Wenn wir nämlich, sagen wir mal, wir sind Spieler A und wenn wir also erwarten, ich mache mal hier kurz was weg, wir sind Spieler A und wenn wir erwarten, dass Spieler B B2 spielt, dann ist ja für uns Strategie A1 optimal, die beste. Und wenn wiederum Spieler B annimmt, dass wir diese Strategie spielen, dann ist für ihn die beste Antwort auch B2 zu spielen. Das heißt, diese Erwartungen bestätigen sich selbst quasi. Okay? Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft hier, um zu zeigen, dass es auch ein Gleichgewicht ist, das Sinn macht. Für Spieler B können wir uns das gleiche umgekehrt überlegen. Und angesichts solcher Erwartungen erweisen sich dann Gleichgewichtsstrategien für alle Spieler als optimal. Und letzter Punkt, das Nash-Gleichgewicht stellt auch schön den Bezug zur Eigennützigkeit her, denn für keinen Spieler lohnt es sich, einseitig vom Nash-Gleichgewicht abzuweichen. Was heißt das? Spieler A, wenn wir hier in der Situation vom Nash-Gleichgewicht sind, dann lohnt es sich nicht für ihn, einseitig, also unilateral davon abzuweichen. Weil wenn er in dieser Situation, wo der B B2 spielt, wenn er da auf A2 ausweicht oder auf A3, dann kann er sich nur schlechter stellen. Ne? Also hier stellt er sich schlechter. Wenn er nach hier ausweicht, stellt er sich auch schlechter. Das heißt, es gibt keinen Grund abzuweichen und aus diesem Grund nennt man ein Nash-Gleichgewicht auch stabil. Und genauso für Spieler B lohnt es sich nicht, vom Nash-Gleichgewicht abzuweichen, weil 3 ist keine 8.